Hallo. Hallo. Hallo, liebe Klara Preschneiderowa, super. 19:01 Uhr, es hat gut geklappt, würde ich sagen. Ja. Ja, wir freuen uns. Also, wir haben heute ein tolles Thema vor. Ich will zuerst ein bisschen was sagen nochmal, was die angewandte Talks im Museum Angewandte Kunst eigentlich sind. Und dann aber sofort in unser Thema einsteigen. Wir machen ja die Talks seit ja, fast ein Jahr etwa, sogar länger als ein Jahr. Natürlich auch, wie das so ist, Corona-bedingt, die Museen haben zu. Trotzdem wollen wir uns irgendwie austauschen, uns Gedanken machen über Themen, die mit Gestaltung zu tun haben. Und weil das recht gut geklappt hat, letztes Jahr haben wir dieses Jahr vom Museum aus das Thema auf Design gelegt. Und du bist jetzt quasi mein dritter Gast schon in diesem angewandte Talks. Und wir sprechen heute eigentlich über zwei Städte, die uns natürlich sehr vertraut sind. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Designzentrum in Bratislava, sprichst sehr gut Deutsch, was bestimmt interessante Gründe hat, über die wir dann nochmal weiter debattieren können. Und bist dort am Designzentrum Kuratorin. Und wir haben uns ausgetauscht über das avantgardistische Wirken eigentlich in den beiden Städten in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Also etwa vor 100 Jahren gab es ja einen enormen Modernisierungsschub, sowohl in Frankfurt als auch in Bratislava. Und innerhalb dieses Modernisierungsschubs, der jeweils unterschiedlich gewichtet war, gab es aber jeweils auch zwei Zeitschriften. Und zwar in Frankfurt natürlich das Neue Frankfurt. Ich blende mal ganz kurz meine Fanzine hier ein. Also es ist meine ganzen, also nicht alle, aber ein paar eine ausgewählte Titelblätter. Aber natürlich auch das Neue Bratislava. Jetzt sehe ich gerade, du bist wahrscheinlich eingefroren und ich hoffe, du kommst bald wieder mit einem starken Internet raus, weil eigentlich wollte ich an dich jetzt noch die nächste Frage stellen, weil du hast ja in deiner Dissertation dich ganz intensiv mit dieser Zeitschrift Das Neue Bratislava beschäftigt. 2019 war das, noch nicht so lange her. Und vielleicht kannst du uns, wenn du wieder da bist und das Bild wieder ordentlich läuft, uns dazu was erzählen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder technische Probleme. Vorhin beim Testlauf hat es super geklappt. Da haben wir, sind wir sofort ins Thema eingestiegen. Clara ist leider weg. Tut mir leid. Jetzt warte ich noch mal. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen, weil irgendwie hängt. Ah, du bist Ich zu glaube, hören, das aber dein funktioniert jetzt. Gesicht ist freezed sozusagen. Also einfach, das Bild ist eingefroren. Aber du hörst mich, ne? Ja, ich höre dich perfekt und ich sehe mich normal, aber Komisch, okay, wahrscheinlich vielleicht funktioniert sehen die es nicht anderen so. dich auch normal. Also ich hoffe, ja, weil irgendwie in der Darstellung funktioniert es leider nicht. Aber dann machen wir eben so einen halben Podcast draus, ist ja auch egal. Also ich Ja. zum Schluss erzähle, dass du deine Dissertation über die Zeitschrift Das Neue Ja. Bratislava 2019 eingereicht hast. Und meine erste Frage ist ja, wer waren eigentlich die Akteurinnen oder Akteure? Wahrscheinlich sind es auch wie Ja, im neuen Akteure. Frankfurt überwiegend Männer gewesen zu der damaligen Zeit. Aber wer waren das eigentlich für Leute, die in Bratislava eine Zeitschrift gegründet hat? Haben die so ähnlich hieß wie die Zeitschrift in Frankfurt? Ja, das waren wirklich nur Akteure. Da war keine Frau dabei, obwohl eine Fotografin dann ziemlich stark sich mit der sozialen Fotografie befasst hat und mit denen in Kontakt war und da auch etwas publiziert hat. Aber eigentlich, das waren Akteure, die sich um die Modernisierung der Slowakei sehr, sehr bemüht haben. Es war also eine gemischte Gruppe aus
Tschechen und Slowaken. Das ist dann auch wichtig, weil gerade 1918 ja die Tschechoslowakei gegründet wurde. Und es sind viele Tschechen nach Bratislava gekommen, in die Hauptstadt. Also davor war das Pressburg. Und nach 1918 wurde das Bratislava. Und die sind da einfach gekommen, um mit dem Aufbau des Landes zu helfen, weil die zwei Teile halt unterschiedlich entwickelt waren. Und einer der Herausgeber, der ganz, ganz wichtige, Antonín Hořeš, Entschuldigung, ist ein Name, den man sich wahrscheinlich sowieso nie merken wird, aber ich werde ihn mehrmals wiederholen. Er war eigentlich ein ziemlich junger Mann in dieser Zeit, wo er die Zeitschrift gegründet hat. Er war nur 30 Jahre alt. Und in dieser Zeit hatte er schon die Gründung der ersten Kunstgewerbeschule in der Slowakei hinter sich. Und er, gerade in dieser Zeit, baute er das erste Kunstgewerbemuseum in der Slowakei auf. Also das war schon jemand, der extrem aktiv war. Und irgendwann hat er sich dann gedacht, na ja, was uns hier fehlt, denn das Problem der Slowakei war, dass da eigentlich alles gefehlt hat. Das hängt halt mit der Geschichte zusammen und mit der Monarchie und so fort. Aber da haben wirklich kulturelle Institutionen gefehlt, Vereine und so. Und so hat er sich dann irgendwann gedacht, naja, die Slowakei braucht ja eine Zeitschrift, die sich mit Kunst befasst, die sich mit moderner Kunst befasst, mit der Architektur. Also das war der eine, Antonín Hořeš, der Herausgeber. Und mit ihm waren da nur drei weitere Männer beteiligt. Einer war Zdeněk Grossmann, grafischer Designer, ein sehr bekannter Name in der Tschechoslowakei und sehr bekannt auch, also heutzutage sehr geschätzt als einer der wichtigsten Vertreter der neuen Typografie. Zdeněk Grossmann war Leiter der Grafikabteilung an der Kunstgewerbeschule, die ja Antonín Hořeš mit gegründet hat. Also das war wirklich so ein Kreis von Menschen, die ähnlich gesinnt waren. Dann war da der Architekt, der jüdische Architekt Friedrich Weinwurm, auch eine Persönlichkeit, einer der wichtigsten funktionalistischen oder einer der wichtigsten Vertreter des neuen Bauens in der Slowakei. Und dann Daniel Okáli, das war ein Publizist. Aber einer, der eigentlich noch in Prag, noch in den 20er Jahren, eine kommunistische Zeitschrift hat mitgegründet hat. Also eine bunte Mischung, aber aus Menschen, die sich ziemlich gut kannten, die ähnlich links, ziemlich stark links gesinnt waren und die sich sehr gut damit auskannten, also was im Ausland so abläuft. Das war so über Tschechien, aber auch über andere Wege und die sich halt irgendwann gedacht haben, also so, dass man das auf so auf der grünen Wiese gründen kann. Man muss ja nicht all die Schritte durchlaufen, sondern man kommt und gründet dann einfach die modernste Zeitschrift der Welt, sage ich mal Ja. so, als die erste. Also ich habe jetzt schon mal so ein paar Unterschiede so rausgefiltert, während ich dazugehört habe, die in Frankfurt sicher anders waren. Also auch Frankfurt musste sich modernisieren, war lange wirklich durch sein bürgerliches Publikum und seine, ja, bürgerlichen Einwohner sehr stark dem Historismus zugewandt, und das ging auch wirklich lange so. Also selbst in Frankfurt findet man kaum Jugendstilelemente. Das waren wirklich andere Zentren dieser Reformbewegung vor den 20er Jahren, die ja auch nicht unwichtig ist. Und dann natürlich nach dem Ersten Weltkrieg auch das Deutsche Kaiserreich, ähnlich wie die österreich-ungarische Monarchie, ist in den Folgen eben des Ersten Weltkrieges als Verlierer und sogar als, sagen wir mal, so Verlierer, dass im Prinzip diese gesamte Regierung und diese Staatsstruktur der Monarchie auseinandergebrochen ist und Deutschland eben als junge Republik sich gegründet hat mit demokratischen Mitteln. Also das ist schon mal das Ähnliche. Aber ich glaube, die Gruppe in Frankfurt, die quasi auch das neue Frankfurt natürlich konzipiert hat und so weiter, die war deutlich größer. Und was auch in Frankfurt sicher anders war,
ist, dass der Schwerpunkt dieser Modernisierung vor allen Dingen auf dem Wohnungsbau lag und natürlich auch auf dem Bau neuer öffentlicher Gebäude, sowohl Schulen, aber auch Verwaltungsgebäude, aber natürlich auch Industrieanlagen und so weiter. Also auch die Industrialisierung war ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, in Bratislava, und vielleicht widersprichst du mir, aber so was ich rausgehört habe, war das Ganze überschaubar. Die Stadt ist auch kleiner, überschaubarer. Und was natürlich ein großer Unterschied ist, den ich wirklich tragisch empfinde, ist, dass dieses neue Bratislava, diese Zeitschrift, nur wenige Monate existierte, also noch nicht mal ein ganzes Jahr, wenn ich recht mich entsinne. Warum ist sie so schnell eingegangen? Weil das, also da ist gut, dass du auf die Unterschiede eingehst mit dem neuen Frankfurt, weil diese Zeitschrift war eigentlich so eine Art Privatunternehmen von Antonin Hoxha, also von dem Mitgründer der Kunstgewerbeschule. Und das war wahrscheinlich ein wichtiger Grund. Einfach die Zeitschrift war für die Slowakei auch sehr, sehr links. Also so dass also die fand auch keine Leser so wirklich. Das ist die eine Sache. Die andere ist das Datum, also das Jahr, in dem sie entstanden ist, 1931. Und da war eigentlich die Krise schon im Gange, die Die Weltwirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise. ne? Und daher, also gerade ab diesem Jahr sind dann irgendwie alle Projekte von Antonin Hoxha so abgelaufen, abgebrochen worden. Irgendwie weil er war wirklich überall tätig, wo er nur sein konnte. Also im Werkbund, also in der Zweigstelle in Bratislava. Das ist dann irgendwie ab 31, geht es also durch die Wirtschaftskrise geht all diese Energie, die sie in den Jahren in die Modernisierung, in diese Modernisierung, aber vor allem in diese aufklärerische Tätigkeiten halt investiert haben, das geht verloren. Also das erste ist die Zeitschrift, das Neue Bratislava, weil es eigentlich sein Unternehmen war, das war seine Zeitschrift, ist genauso wie er sie sich vorgestellt hat, halt die perfekte Zeitschrift, die in Bratislava entstehen soll. Die hat er auch selber finanziert wahrscheinlich. Also er ist der Herausgeber. Das Büro war in seiner Wohnung, also wahrscheinlich war es nicht anders. Und dies als erste, halt nach vier Nummern war es dann aus, aber dann auch andere Aktivitäten wirklich, also der Werkbund wird geschlossen, die Zweigstelle. Eine weitere Zeitschrift, wo er der Schriftleiter ist, die geht auch nach 32, 33 ist es dann mit ihr auch aus. Also langsam durch die Weltwirtschaftskrise wird das irgendwie so lahmgelegt. Und das Einzige, was bleibt, ist die Kunstgewerbeschule, weil die halt es ist eine Institution, die wird auch vom Staat sehr stark unterstützt. Die ist auch nicht so stark politisch. Sie ist schon linksorientiert, sehr modern, sehr progressiv, aber auch nicht gegen den Staat ausgerichtet. Und das war zum Beispiel, also das Neue Bratislava war schon ziemlich kritisch, auch der Obrigkeit gegenüber, also der Stadtverwaltung, dem Staat und so weiter. Interessant. Gut, es gab natürlich auch in Frankfurt politische Auseinandersetzungen, unterschiedliche Meinungen, aber beispielsweise, weil in Frankfurt das Konzept der Modernisierung extrem stark von diesem sozialen Wohnungsbau ausging, auch mit einem sehr großen Erfolg, auch sehr viel Geld reingeflossen ist, was natürlich auch immer wieder Kritik von anderen Parteien im Magistrat eben auf den Plan gerufen hat. Aber letztlich war die Zeitschrift Das Neue Frankfurt relativ sicher finanziert. Sie war auch, was den Personenkreis anbelangt, sehr stark
mit der Stadt Frankfurt verbunden, also wirklich mit den Ämtern, die entscheidend waren und natürlich mit dem Wirken von Ernst May, der ja irgendwie sehr, sehr bekannt ist. Aber ich will noch mal so ein bisschen auf diesen Wahnsinn eigentlich eingehen, so ein Projekt zu dieser Zeit zu gründen, wie das neue Bratislava, beziehungsweise auch dann doch relativ spät im Verhältnis zu anderen Städten eine gut funktionierende Kunstschule, weil du hast mir im Vorfeld unseres Gesprächs erzählt, dass vor allen Dingen ein Lesesaal sehr entscheidend ist und dieser Lesesaal beziehungsweise die Publikationen, die in diesem Lesesaal zu finden waren, die sind noch greifbar. Also es gibt eine Liste und vielleicht kannst du uns noch mal was zu diesem Lesesaal erzählen, wann der gegründet wurde und warum der auch für diese Zeitschrift so wichtig war. Ja, also der Lesesaal, wieder komme ich zu dem Namen Antonín Horáš, weil der war wirklich, der war bei jeder Tätigkeit, bei jeder Institution, die halt in dieser Zeit etwas mit der Modernisierung und mit dem Kunstgewerbe, also mit dem modernen Kunstgewerbe zu tun hatte, mit der Entstehung von Design und so. Und dieser Lesesaal war eigentlich als ein Lesesaal des ersten Kunstgewerbemuseums in der Slowakei gedacht, wo er halt der Direktor werden sollte. Ich sage immer, dass das Museum gegründet wurde, jedoch eigentlich nie eröffnet wurde. Also das ist so dieses typische 28, hat man sich dann gesagt, ja, also die Slowakei wird sich einfach kulturell und auch wirtschaftlich nicht weiterentwickeln, wenn dann so grundlegende Institutionen fehlen wie ein Kunstgewerbemuseum und eine Kunstgewerbeschule. Und da gerade bei dieser Initiative war der Horáš dabei. Und er sollte dann Direktor des Kunstgewerbemuseums werden. Und es ist viel, viel einfacher, halt einen Lesesaal zu öffnen, als eine Dauerausstellung mit wie vielen hundert Objekten und vor allem, wenn man dann auch die entsprechenden Räumlichkeiten, also das Gebäude nicht hat. Und so hat er als den ersten Schritt halt diesen Lesesaal eröffnet, als eine Art wie soll ich das nennen? Ja, Also in den Keimzelle der Gestaltungsavantgarde, ja. kann man ja zum Beispiel auch sagen, ne? Also so eine intellektuelle Stube des Lesestoffs. Ja, und das Wichtige dabei war, also erstens, dass er halt frei zugänglich war für jedermann. Also das war dann nicht so eine Art Lesesaal für einen engen Kreis von, ich weiß nicht, ähnlich gesinnten Avantgardisten einer Gruppe oder so, sondern das war dann wirklich ein offizieller Lesesaal der Wirtschafts- und Handelskammer in Bratislava. Der wurde auch von dieser Kammer finanziert. Und Antonín Horáš hat höchstwahrscheinlich als der Direktor des Museums und, also das ist ganz wichtig, dass ich in Archivdokumenten dann gefunden habe, dass er auch Verwalter der Bibliothek des Museums war, hat dann den Bestand zusammengelegt, zusammengestellt. Und es gibt wirklich eine Liste von über 50 Zeitschriften, die dann abonniert wurden. Und man findet da alles, was 1931 aktuell war. Oder 1930, 29, 30. Also das neue Frankfurt natürlich, das neue Berlin. Man findet da die Form, natürlich das Bauhaus, Gebrauchsgrafik, typografische Mitteilungen. Wirklich auffallend ist, dass man da vor allem neben tschechischen Zeitschriften dann vor allem deutsche Zeitschriften findet. Ein paar französische, die so Modezeitschriften und dann eine russische, Sovremennaya Architektura heißt sie, glaube ich. Und das zeigt einfach dass Horáš sehr genau wusste, was halt in Europa so aktuell war. Das ist die eine Sache. Die andere
total, also wirklich spannende Sache ist, dass er dass er dem Publikum in Bratislava oder den Lesern in Bratislava eigentlich nicht die ganze Auswahl gezeigt hat, sondern eine sehr präzise, sehr spezifische Auswahl vorgenommen hat, wo wirklich das Konservativste die deutsche Kunst und Dekoration war. Also auch eigentlich eine ziemlich modern orientierte, auch wenn also Zeitschriften mit einer längeren Tradition, also da waren halt so Zeitschriften mit einer längeren Tradition, die es wirklich bewerten und dann so, also wirkliche Projekte der Avantgarde und nichts dazwischen oder nichts mehr, nichts Konservativeres. Auch auffallend ist, dass es da keine ungarischen Zeitschriften gab und keine österreichischen. Also wirklich, dass man sich so ziemlich abgegrenzt hat von der Monarchie und den Blick halt nach Deutschland gewendet. Das ist interessant, weil natürlich Bratislava, ich glaube, 50 Kilometer von Wien entfernt ist und Wien natürlich zu dieser Zeit auch einen wahnsinnigen Modernisierungsschub durchlebt hat und zum Beispiel nach Frankfurt sehr viele in Wien ausgebildete Gestalterinnen und Gestalter wechselten. Also das neue Frankfurt beispielsweise, jetzt habe ich den Namen natürlich hängig, Franz Schuster? Ja, genau. Beispielsweise Wiener Architekt, aber auch Margarete Klimm zum Beispiel, auch Lehrerin am an der Frankfurter Kunstschule, die ja auch eine Modernisierung in den 20er erlebt haben. Das sind Wiener Gestalterinnen und Gestalter gewesen, die also attraktiv waren für die Frankfurter sozusagen. Und deswegen finde ich das auch nochmal sehr spannend, sich quasi nach Bratislava zu versetzen und dort sich in Bratislava eben nicht nach Wien zu orientieren, sondern nach Nordwesten, nach Deutschland. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was erzählen. Ist das eine reine mentale Angelegenheit gewesen oder hat es tatsächlich auch aus der Richtung, ich sag mal, Südosten nach Bratislava wenig Benefit gegeben, sozusagen? Oder war das wirklich so ein Affront oder so eine Art mentale Abwendung? Das hängt sehr stark damit zusammen, dass einfach die Tschechoslowakei entstanden ist, dass man sich da wirklich so abtrennen wollte. Wichtig ist aber zu sagen auch, dass das, was man in dem Lesesaal fand, ganz sicher nicht das war, was eigentlich die, wie soll ich das sagen? Also die Norma, also die Bevölkerung des damaligen Pressburgs, und man hat da auch ziemlich lange noch beide Namen benutzt, also Bratislava und Pressburg. Es war eigentlich nicht möglich, dass sich die Stadt so wirklich abwendet von Wien. Also sehr lange galt der Pressburg als so quasi die Vorstadt von Wien. Es gab eine Die Städte waren. Straßenbahnverbindung fast, also Ja, ein Zug genau. ist, beide liegen an der Donau, beide Städte sind also Genau. über den Schiffsverkehr super eng miteinander verbunden. Genau. Also das war eigentlich eher ein Bild, das die Avantgardisten nach Bratislava gebracht haben, also die aus Tschechien. Dabei will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt irgendwie zur Kolonialisierung oder sowas zu vergleichen, aber das war wirklich so diese Vorstellung, also wir haben jetzt einen neuen Staat, der ist modern, der ist halt hat ein neues Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein gründet sich auf der modernen Kultur. Moderne Kultur ist ja fast gleich Funktionalismus in dieser Zeit. Und das wurde dann ziemlich stark auch gefördert. Natürlich, es gab zum Beispiel parallel zum neuen Bratislava, wurde auch im Jahr 31 die Zeitschrift Forum gegründet. Und die Zeitschrift Forum war eine Zeitschrift für ArchitektorInnen
für Architektur, Interieur und Kunst, glaube ich, hieß sie. Mhm. Und die wurde gerade vom Pressburger Kunstverein gegründet. Und diese Zeitschrift, also das Forum, die bezog sich sehr, sehr stark auf Wien und darauf, was halt in Österreich passiert, ohne die Monarchie irgendwie zurückgewinnen zu wollen oder irgendwie zu loben, den alten Zustand oder die alten Zustände oder so, sondern einfach, dass man halt wirklich geguckt hat, so mit dem selbstbewussten, modernen Blick, was passiert da also bei den Nachbarn in der nächsten Metropole? Und da passiert sehr viel und sehr viel Interessantes. Und die Zeitschrift, das Forum, die bestand noch bis 1938. Die war also sehr, sehr erfolgreich, sehr beliebt. Da haben fast alle Pressburger Architekten da publiziert und die war auch sehr international, auch wirklich sehr modern, hat über Fotografie, über Film geschrieben, aber war einfach nicht so einseitig halt auf Deutschland gerichtet, sondern sie hat wirklich halt geguckt, was uns so am nächsten ist. Und da war Wien wirklich viel, viel näher als Berlin. Und Natürlich. ja, und daher, also das neue Bratislava, vielleicht, aber ich würde jetzt gerne auch die Zeitung zeigen. Darf ich? Also wenn ich das sehe, Natürlich, aber du ich bist bei muss mir Wien leider kommen. noch eingefroren im Bild. Oh du nein, ich sehe nicht. Sehr nein, kann man das nicht sehen? Weil ich funktioniere. Ich sehe leider gar nichts und Ah, gut. das ist natürlich sehr schlecht. Wir könnten jetzt Folgendes überlegen, dass wir das Gespräch unterbrechen und das Ganze nochmal neu einladen, weil ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Ich unterbreche das, speichere den ersten Teil des Films, weil das ist ja wichtig, dass wir ein Video haben. Und dann lade ich dich gleich nochmal ein, weil mir ist das Ja, auch wichtig. machen Und wir es ist das natürlich so. jetzt so ein technischer Defekt. Wir müssen da einfach mal so ganz galant Du, improvisieren. aber da ist ja jemand, ich kann es sehen und hören. Ja, ich Aber höre du dich sehr kannst. gut, aber du bist bei mir eingefroren und ich weiß nicht, ob diese Aufzeichnung funktioniert. Diese Videoaufzeichnung, da habe ich leider keine Erfahrung. Und bevor du was zeigst und es wird nicht aufgezeichnet. Oder vielleicht, ich mach mal Folgendes. Kann ich das mal in die Runde fragen und mir gibt jemand einen Kommentar, ob ich das, damit Ich die. sehe Wie bitte? in den Kommentaren, ich kann es sehen und hören. Jemand anderer schreibt, wir können es sehen. Also Gut. eigentlich kann es jeder sehen, Okay, was. dann ist natürlich die Frage, dann nehme ich jetzt mal an, es liegt an meinem Handy und wir lassen es einfach weiterlaufen. Ich kenne ja die Lass Zeitschrift. Und ich nehme mal an, das Video wird ja dann nicht von meinem Handy aufgezeichnet, sondern natürlich online also im Netz, im System sozusagen. Und davon gehe ich mal aus. Ich könnte höchstens noch mal in die Runde fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst ihr, ob dieses Video durchgängig aufgenommen wird und dass wir Clara einfach in Motion sehen können, wenn wir das Ganze abspeichern? ich zeige einfach jetzt die Ja, Zeitschrift, genau. bis Wir die machen es so. Antworten Wir kommen. lassen es drauf ankommen. Du zeigst die Zeitschrift und ich nehme an, es Ja, ist das also. Titelbild und du zeigst uns auch die Grundrisse der Tschechoslowakei und wo Ich mache das jetzt. Bratislava sich verortet. Ich mache das so, damit man da nichts zu. Ja, also ich hoffe, dass das alle sehen können. Es ist halt das Cover der ersten Nummer. Und dieses Cover zeigt einfach alles an dieser Zeitschrift. Also wie man sich das so vorgestellt hat, wie sie gestaltet werden soll. Aber darüber werden wir noch sprechen. Aber vor allem auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass da das neue Zentrum kommt, halt wo man die Karte von der Tschechoslowakei nimmt und überhaupt also Prag nicht beachtet, also Prag überhaupt nicht beachtet, Brünn auch nicht. Jetzt kommt Bratislava und jetzt kommt Nova Bratislava, das neue Bratislava und La Nouvelle Bratislava. Also irgendwie so dieses Selbstbewusstsein, wir sind dabei. Ja. Und dann halt so die neue Architektur.
aber dazu dann irgendwie auch, da, wo ich dann mit dieser Zeitschrift dann auch an deutsche Kollegen gezeigt haben, die waren verblüfft, dass man bei einer avantgardistischen Zeitschrift dann auch einen halt das Foto kriegt, wenn du dich erinnerst, von einem Mann aus dem Volk nimmt, also irgendwie so wirklich so einen Bauer. Und das ist gerade das Typische an der Slowakei und auch an der Avantgarde in der Slowakei, dass man dies durchaus, dass man dies irgendwie durchaus irgendwie in der Sicht hatte oder so, dass man sich dessen bewusst war. Die Slowakei hat irgendeine Volkskultur. Den Menschen geht es schlecht, aber man kann da nicht diesen Bruch machen. Also so wie das so die Vorstellung bei vielen Avantgardisten war. Man jetzt irgendwie mit einer neuen Sache kommt und das alles vergisst, was mal war, die ganze Tradition. Das war in der Slowakei ziemlich anders. Aber eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen. Eher, falls alle jetzt dieses Cover gesehen haben, was glaube ich sehr, sehr wichtig zu sagen ist, jetzt zum Konzept, dass eigentlich der, also Antonín Hořeš, der Herausgeber dieser Zeitschrift, die überhaupt nicht für die Slowaken sich gedacht hat. Das ist, glaube ich, wirklich das Interessanteste dabei, dass er sie schon von Anfang an so präsentiert hat, so auch vorgestellt hat, auch in anderen Zeitschriften innerhalb der Tschechoslowakei, dass nun eine Revue kommt, die Europa das Beste zeigt, was in Bratislava so los ist. Also das war, und da kommt auch dieses Konzept, dass die Zeitschrift dann zweisprachig war, Deutsch und Slowakisch. Auf den ersten Blick mag es irgendwie so klingen oder so, ja, ich sag mal klingen, dass das, dass ja Bratislava oder Pressburg mal eine überwiegend deutsche Stadt war und daher nimmt man halt Deutsch. Oder dann nimmt man Slowakisch, weil man eher in der Slowakei ist. Aber eigentlich haben alle Bewohner von Bratislava oder vom ehemaligen Pressburg Deutsch gesprochen, Ungarisch gesprochen und Slowakisch gesprochen. Also praktisch alle. Drei Und daher, Sprachen und genau. deswegen ist die Vermutung naheliegend, wenn eine Zeitschrift eben in diesen zwei Sprachen veröffentlicht wird, dass sie vor allen Dingen eben von dem Ausland verstanden werden soll, in dem deutschsprachigen Genau. Ausland. Und eigentlich, weil die einheimische Bevölkerung ja beide Sprachen kannte, warum dann zwei Sprachen? Wo ist die Brücke letztlich, ne? Ja, das ist Ja. natürlich eine wichtige Frage, weil wir da zu einem Punkt kommen, nämlich den der Leserschaft oder Leserinnenschaft. Der Lesesaal ist jetzt schon erwähnt worden, der sich an ja alle Bratislava Einwohner gerichtet hat, nicht nur an die Studenten der Kunstschule, sondern tatsächlich an die Bevölkerung in Bratislava. Aber die Zeitschrift Das neue Bratislava war die eher für die professionelle Elite in Deutschland, zum Beispiel die Macherinnen und Macher des Neuen Frankfurt. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Redaktion vom Neuen Bratislava sehr, sehr glücklich wäre, wenn das irgendeiner in Frankfurt in die Hände bekäme oder bekommen hätte, weil das war ganz sicher so eine Art Vorbild oder da ich die Diss über das Neue Bratislava geschrieben habe und natürlich mir dann Gedanken gemacht habe, so in der Art, also inwieweit muss man da nach direkten Verbindungen suchen? Weil das war halt meine Frage, so in der Art, also wie kann ich diese Zeitschrift international verorten? Und ich habe mir dann gedacht, okay, ja, sie heißt das Neue Bratislava, aber wahrscheinlich gab es da überhaupt keine Verbindungen zum neuen Frankfurt. Jetzt habe ich mein Papier verloren, das ich benutzen. Ah ja, ich habe es hier benutzt. Also ich muss ja nochmal einstreuen. Ich habe natürlich nochmal recherchiert. Ich bin, habe in den Archiven geschaut beim Institut für Stadtgeschichte, die übrigens auf ihrer Homepage die ganzen Zeitschriften des Neuen Frankfurt online gestellt haben. Aber dass eine Zeitschrift, das Neue Bratislava, dort zu finden war und auch in einem Zeitschriften
digitalen Zeitschriftendatenbank, die global in Deutschland beispielsweise sucht, wo Zeitschriften abgelegt sein könnten, habe ich nichts gefunden. Also Es gar nichts. überrascht mich auch nicht besonders, Sehr schade. weil ich ja eigentlich nicht, ich glaube, Frankfurt war schon zu weit entfernt, und auch die Verbindungen, also irgendwie die Kontakte haben da gefehlt. Aber das macht auch nicht so viel aus, weil, also mein Lieblingsartikel, ganz kurzer aus dem Neuen Frankfurt, aus dem Jahr 19. 29 im Heft 3 war, das hieß einfach unsere Publikation. Aber da kommt es. Dem neuen Frankfurt wird in der letzten Zeit das schönste Kompliment gemacht, das eine Zeitschrift erwarten kann. Es wird kopiert. Nicht nur in seinen Einzelheiten, sondern auch als Ganzes. Wir wünschen uns gar nichts Besseres. Und jetzt kommt es zum neuen Berlin. Dass gerade das neue Berlin sich an unsere Zeitschrift anlehnt, scheint uns umso einleuchtender, dass Herr Dr. Behne, Ihr Schriftleiter, von Anfang an auch mit uns zusammengearbeitet. Er wird das auch in Zukunft tun und, wie wir hoffen, ebenso aktiv wie bisher. Mögen noch recht viele neue Frankfurt und neue Berlin entstehen, damit eines Tages das neue Europa in denjenigen Formen sichtbar werde, die wir ihm wünschen und an deren Bildung wir arbeiten. Und genau so, in diesem Sinne habe ich auch das neue Bratislava verstanden. Und ich glaube, also so meine These ist, dass man das auch in Bratislava so verstanden hat, dass es halt wirklich ein Signal war, da eine Zeitschrift, das neue Bratislava zu nennen. Und dass man dadurch sich als eine Art Mitkämpfer das neue Europa halt behauptet hat oder halt präsentiert hat. Genau, also im Prinzip, wenn ich das jetzt nochmal so kurz zusammenfassen will, ist im Prinzip die Meta-Story dieser Zeitschrift natürlich das Neue, also bei beiden Zeitschriften das Neue, was ja auch, wenn man die Texte liest, auch im Neuen Frankfurt, also wirklich virulent benutzt wird das Neue und natürlich die Meta-Story, dass eine neue gesellschaftliche Gestaltung umgesetzt werden kann. Wenn man aber im Detail schaut, natürlich, ist diese Art der Umsetzung nie ohne diese lokalen Bedingtheiten vor Ort zu machen. Trotzdem ist man wahnsinnig selbstbewusst. Ich habe jetzt nochmal mein Bild umgeschaltet, um einfach hier nochmal diese Eigenanzeige des Neuen Frankfurts einzublenden, die im vierten Jahr des Bestehens quasi noch mal eine Werbung macht. Und da ist natürlich nichts weniger als die gesamte Welt dargestellt. Und der Mittelpunkt der Welt ist natürlich Frankfurt. Und man zeigt das halt so rum, dass hier aufgezeigt wird, in welche Länder das neue Frankfurt exportiert wurde. Also wo gibt es Abonnenten? Da ist sogar Japan genannt. Aber eben auch niederländisches Indien, was natürlich niederländische Kolonien hier in Indonesien sind beispielsweise. Aber es ist natürlich auch die Tschechoslowakei erwähnt, Sowjetunion, Polen, Litauen und so weiter. Und im Prinzip, das ist die Vorstellung letztlich der Macherinnen und Macher, was war tatsächlich sehr wenige Frauen auch mit am Start, sehr, sehr wenige allerdings, dass dieser Impuls das Neuen Frankfurt als Zeitschrift in die gesamte Welt strahlt. Und dieser Zeitschrift ist natürlich vergönnt gewesen, dass sie einfach länger existierte, und zwar 1926 gegründet, dann bis 1931 unter dem Titel Das Neue Frankfurt publiziert und dann im Jahresumschwung, glaube ich, 32 wurde die Zeitschrift umbenannt mit etwas anderen Schwerpunkten in Die Neue Stadt. Aber das Neue ist quasi das, was tatsächlich weiterträgt. Und dann 1933 war natürlich Schluss. Sie wurde sofort nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sofort eingestellt. Und auch natürlich muss man sagen, dass durch die Weltwirtschaftskrise einerseits die Mittel für die Fortsetzung eigentlich dieses Wohnungsbausprogramms einfach fehlten und natürlich wichtige Protagonisten sich einfach woanders auch schon Jobs gesucht haben. Ernst May, wissen wir, ist in die Sowjetunion gegangen, hat noch ganz viele Gestalterinnen und Gestalter mitgenommen, einfach aus dem neuen Frankfurt.
Genau, das ist in der Tschechoslowakei anders gewesen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, obwohl das hattest du ja schon erzählt, dass natürlich durch diese Weltwirtschaftskrise letztlich das Ende des neuen Bratislava gekommen ist, aber die Kunstgewerbeschule, die hat weiter existiert. Kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, welche weiteren Verbindungen es zwischen dieser Kunstgewerbeschule gab, also zwischen den Lehrenden beispielsweise und dieser Zeitschrift, den Autorinnen? Gab es da noch irgendwie ein bisschen vielfältigere Kontakte, als du die dir jetzt schon beschrieben hast? Eigentlich noch einen, also der Leiter der Fotografieabteilung hat für diese Zeitschrift dann Fotos gemacht. Er hat für diese Zeitschrift dann auch so eine Fotoreihe begonnen und sie da veröffentlicht. Die hieß dann Schlechtes Wohnen, weil ähnlich wie in anderen Städten die Wohnsituation nach dem Ersten Weltkrieg katastrophal war, so war sie auch eher in Bratislava. Und irgendwie hat man dies gerade in den Vordergrund gestellt. Also die Zeitschrift Forum zum Beispiel, also die ich schon erwähnt habe, die von dem Pressburger Kunstverein, die hat dann wirklich nur die neuen Projekte, die modernen, die Villas gezeigt, aber auch Wohnhäuser, auch soziales Bauen war da ein Thema, aber nie irgendwie mit diesem sozialen, also mit diesem Kontext, mit diesem linken Blick, mit dem Augenmerk auf das, wie eigentlich Bratislava, in welchem katastrophalen Zustand die Menschen da gewohnt haben. Ich versuche jetzt da das Heft zu öffnen, damit ich auch etwas zeigen kann. Vielleicht hört es gut. Also da, das ist gerade, jetzt zeige ich aus dem zweiten Heft, Greg, leider kannst du das Ich kann nicht es leider nicht sehen, sehen. Ich stelle es mir gerade aber vor. du könntest den Titel sehen. Also das war da, also wenn man über die Wohnungssituation sprach, dann sprach man über schlechtes Wohnen. Und das waren dann so Fotos von dem Leiter der Fotografieabteilung an der Kunstgewerbeschule. Und was zeigen diese Fotos? Sind es Wohnungen, die von außen gezeigt werden, Altbauwohnungen, die sanierungsbedürftig sind? Oder wie ist es? Unterschiedliche, also das waren vor allem so Kolonien am Rande der Stadt, wo dann Menschen sich wirklich so, ich versuche das halt so zu zeigen, ich hoffe, ich kann man das gut sehen, wo sich dann Menschen dann wirklich aus fast, also Abfallmaterial, so Buden zusammen gebaut haben, wirklich unmenschliche Bedingungen. Das hat man halt kritisiert. Und dann mit Fotos von neuen sozialen Bauten dann, also irgendwie so, der Friedrich Weinborn, der war wirklich, also der hat das wichtigste Projekt für soziales Man Bauen hat in das Bratislava. Problem erkannt und hat eigentlich auch sofort die Lösung geliefert. Und ist denn die Lösung tatsächlich umgesetzt worden? Weil ich meine, dass durch diesen Zusammenbruch der Monarchie und auch dieses Einschrumpfen, sage ich mal, also ich meine, es gab ja gerade durch diesen Zusammenbruch der österreich-ungarischen Monarchie eine wahnsinnige Flüchtlingswelle, die natürlich auch Wien, also ich kenne es eher so von Wien, heimgesucht hat, wo es natürlich dann aus diesem Personenkreis der Wohnungslosen, die sich an Stadtrand tatsächlich Land genommen haben und dann selber ihr Siedlerdasein in die Hand genommen haben, das ist ja von der Stadt dann irgendwann auch erkannt worden und man hat dann versucht, quasi diese Siedlungen, also einfach die Illegalität zu nehmen und dieses Problem auch durch dieses Selbstengagement der Leute politisch noch zu nutzen, um tatsächlich diese Wohnungsfrage so zu lösen. Also, dass man das Engagement dieser
Person einfach in dieser Siedlungsarchitektur noch mit ja, genutzt hat und für diese einfachen Bedürfnisse schnell vor allen Dingen erträgliche Wohnsituationen zu schaffen. Und das ist ja gelungen. Gab es sowas in Bratislava? Ja, also am Rande der Stadt wurden dann wirklich soziale Wohnungen gebaut, gerade auch von Friedrich Weinwurm. Ich zeige jetzt, wie wird das funktionieren? Ja, ich zeige jetzt, das Wichtigste. Also das war wirklich ein Wohnkomplex, riesengroß, am Rande der Stadt. Heute ist es fast Zentrum, aber damals war es doch eher am Rande. Und das ist eigentlich, also wo ich darüber mit einer Architekturtheoretikerin gesprochen habe, sie hat sich irgendwie, sie stellt sich noch immer die Frage, so in der Art, wie kommt es, dass es in Bratislava möglich war? Aber das war wahrscheinlich ähnlich wie in Frankfurt, dass halt die richtigen Menschen an richtigen Stellen Ja, die waren. Not war extrem groß. Also ich Ja. meine, das war ein soziales Problem und natürlich die Befürchtungen, dass dieses soziale Problem zu einem politischen Problem wird, ist natürlich auch gegeben. Und ich meine, diese Satellitenstädte, die ja auch am Rande der Stadt waren, mit langen Verkehrstrassen dann mit dem Zentrum verbunden, die gab es natürlich auch in Frankfurt. Ich habe jetzt gerade mal wieder meinen Bildschirm um geschwenkt. Also ich gehe mal ein bisschen näher ran an das Ganze. Das ist hier eine Luftbildaufnahme aus dem neuen Frankfurt von 1930, also Heft 4 bis 5, 1930. Und wir sehen von oben eine Fliegeraufnahme, stark retuschiert allerdings. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen Dinge, die noch nicht existierten, reingezeichnet. Die zeigt die Römerstadt von oben. Und Braunheim, also das ist hier die Römerstadt sozusagen, am Nidderhang, hier ist der Fluss, die Nidder und so weiter. Und das ist natürlich für die damaligen Verhältnisse weit außerhalb der Stadt gewesen, aber mit Verkehrsanbindung relativ gut geplant. Und man konnte natürlich nur solche großen Planungsprojekte, also Siedlungsprojekte, nicht Einzelwohnungsbau, sondern große Siedlungsprojekte, natürlich nur am Stadtrand planen, weil die einfach schneller zu bauen waren und weil da auch die Grundstücksfrage eben nicht so ein Problem war. Genau, das war Land, was quasi dann die Stadt erwerben konnte und kommunal diese Wohnungen dann hat errichten lassen. War dieser Wohnkomplex, von dem du sprachst in Bratislava, war der kommunal finanziert oder weißt du etwas über die Finanzierung dieses Projektes? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber jetzt habe ich dich gerade so ein bisschen abgelenkt von deinem eigentlichen Schwerpunktthema. Also ich glaube, da hat die Stadt das finanziert, Auch wenn nicht. ich mich. Und das, ja, soweit ich weiß, hat es die Stadt Ja. finanziert und dass die Wohnungen dann ziemlich günstig waren. Also irgendwie hat man das wirklich als so, soziale Wohnungen genommen. Und was wichtig ist, dass man halt mit diesem Projekt dann auch so diese, wie heißt das, diese Blockbauten kritisiert hat und halt einen Gegenentwurf gemacht Genau. hat, weil die halt extrem. Hier hat man sehr, sehr darauf geachtet, dass da Sonneneinfall, also die Lichtbedingungen gut sind, dass jede Wohnung halt da zumindest also ein kleines Balkon hat oder sowas. Also irgendwie hat man da große Fenster und so weiter. Also da hat man wirklich so drauf geachtet, dass das auch so halt modernes, menschliches Wohnen ist. Das ist in Was Frankfurt ich ja auch mich so. Also das ist ein Grundprinzip in unterschiedlichen Städten unterschiedlich ausgeformt, aber diese eben die Blockrandbebauung aufzugeben und dann den Siedlungsbau mit längeren Wohnblocks zu machen und zwischen den Wohnblocks genügend Licht und Luft, auch pl freie Plätze, damit Wäsche trocknen kann, damit Kinder spielen können und so weiter. Also dass man einfach
da ja auch eine hygienischere Wohnsituation schafft, also gesünder einfach für die Luft und genau. Ja. Und vielleicht noch ein großes Thema, das in dieser Zeitschrift halt irgendwie angedeutet wurde, aber dann später noch weiterentwickelt wurde. Das war die Frage nach modernem Bauen aus Holz. Das war dann eine große, große Sache für die Menschen halt, auch um das Neue Bratislava und auch um die Großgewerbeschule, wieder, also so eine kleine Verbindung, wenn ich dazu noch komme, weil da die Slowakei hatte vor allem, also noch in Wälder. dieser Zeit, extrem viele Wälder. Und 1931 ist ein Dorf abgebrannt, komplett. Und der Staat hat dann begonnen, da wirklich moderne, fast, also moderne Häuser aus Ziegeln zu bauen. Und das hat unendlich lange gedauert. Und da sind wirklich diese Menschen dann gekommen, halt mit der Kritik von modern und modisch, und haben dann gerade diese modernen Bauten von staatlichen heftig kritisiert, dass man eigentlich hier eher sich modisch benimmt, und modern wäre halt die Quelle zu nehmen, halt das Rohstoff, das da haufenweise um das Dorf drumherum steht, und einfach beginnen soll, halt auch Holz einzusetzen in der modernen Architektur. Und das war ein Super großes spannend. Thema. Sehr spannend. Ja. Noch eine zweite Sache wäre vielleicht, also noch zum, also wenn wir das so vergleichen, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie das im Neuen Frankfurt war. Hier wurden dann die exemplarischen Beispiele genommen von den guten Projekten, und dann als eine Art Utopie wurde dann Kollektivwohnen vorgestellt, was für die Slowakei absolut nicht in Frage kommt. Also das war absolut kein Thema. Nicht für den Staat, aber auch nicht für, also für Menschen in Bratislava sowieso nicht, oder in Breisburg immerhin sowieso nicht, auch auf dem Lande auch nicht. Irgendwie, aber das hat man dann als eine Art, als den zweiten Schritt dann wirklich so vorgestellt, und das war ein großes Thema für die Zeitschrift. Ja, das kann ich auch noch mal so für Frankfurt einordnen. Natürlich gab es diese Diskurs, also den Diskurs der Architektur, dass das Wohnen hat ja immer auch mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun und dieses in Frage stellen der Einzelwohnung für eine kleine Familie wurde natürlich diskutiert, aber auch in Frankfurt wurde an diesem Familienkonzept Mutter, Vater, ein, zwei, drei Kinder nicht gerüttelt. Also es wurde quasi für dieses klassische Familienkonzept gebaut und es hat sehr, sehr, es war nicht einfach, sage ich mal. Es hat auch einiges an Überzeugung gekostet, zum Beispiel Wohnungen in wenigstens in geringer Zahl für Singles, also für zum Beispiel berufstätige Frauen, die nicht verheiratet waren, die quasi große Mühe hatten, in den 20er Jahren eine Wohnung für sich zu finden, noch mal stärker als alleinstehende Männer. Und dann wurde natürlich diskutiert, wie kann man diesen Personenkreis mit einer günstigen Wohnung ausstatten und wie integriert man das? Weil natürlich das Wohnheimkonzept ist ja auch immer was Segregierendes, also dass man die Leute dann natürlich in so einem Wohnheim ausgrenzt, die eben nicht dem Familienkonzept der bürgerlichen Kleinfamilie irgendwie entsprechen. Also solche Fragen wurden auch diskutiert. Und aber es, der Hauptanteil der Wohnungen in Frankfurt wurde für dieses einfach bürgerliche Kleinfamilienkonzept geplant und gebaut. Genau. Wollen wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu unserer Zeitung? Weil mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, ich hoffe, du hörst mich, weil ich höre es gerade. Ah ja, okay, sehr gut. Es tut immer gut, wenn ich mich, wenn ich irgendwie ein zufriedenes Grunzen oder irgendwie ein Gluckern höre. Super. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf die Gestaltung der Zeitschrift eingehen. Das haben wir am Anfang angerissen. Du hast von der Fotografie gesprochen, dass Fotografie eine wichtige Rolle in den Zeitschrifteninhalten spielte. Aber vielleicht kannst du auch noch mal die Gestaltung einer Seite erläutern, wie quasi Textblöcke mit Fotografie, mit großen Überschriften, mit Typografie einfach zueinander gefunden haben. Und weil ich denke, das ist eigentlich die größte Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Zeitschriften.
Also neben dem Titel nochmal und vielleicht aber ein Teil der Inhalte. Aber ich glaube, die Gestaltung ist doch ja, sehr ähnlich. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz dazu was sagen. Ja, also ich nehme noch einmal das Cover der ersten Zeitschrift, nur schnell und dann eine Seite. Weil, also das Cover der ersten Zeit, also des ersten Heftes, war wirklich so eine Art, also ich würde fast sagen, für Daniel Grossmann, wo er dann gezeigt hat, wie er die neue Typografie beherrscht. Irgendwie, dass er das, so wie Antonín Horzsay das Beste aus Bratislava zeigen wollte, so wollte Zdeněk Grossmann als grafischer Designer dieser Zeitschrift halt das Beste im Ausland zeigen mit dem ersten Heft. Also natürlich massiver Einsatz von Fotografie. Zdeněk Grossmann hatte sehr, sehr viel mit weißer Fläche gearbeitet, halt, also mit dem Weiß des Papiers, mit dem Schwarz, also mit dem Druckschwarz. Wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Druckerschwärz. Das, die mit Druckerschwärz. Druckerschwärz. Also ich nehme an, du meinst tatsächlich das Material, mit dem Genau. Schrift aufs Papier gebracht wird. Das ist die Druckerschwärz. Genau. Genau. Und dann hat er bei dem Cover die rote Farbe genommen. Einfach als den größten Kontrast, den ja auch Jan Tschichold dann in seinem 10-Punkte-Manifest auch erwähnt, also dass man durch Schwarz, Weiß, Schwarz und Rot den besten Kontrast erzeugt. Ganz typisch ist die Verwendung von so elementaren, wie heißt es, also so Kreisen, Strichen, ganz typisch, ja, auch für das neue. Hier habe ich mir Genau, so eine genau. ganz radikal gestaltete Seite rausgegriffen, die natürlich auch diesen emblematischen Charakter deswegen hat, weil hier eben von Karl-Peter Röhl die ja, Beruf, die Signes von Berufen einfach abgebildet worden sind. Verschiedene Ärzte und Ärztinnen, Geburtshelfer, Augenarzt. Man kann es nicht erkennen, was was ist, aber er hat versucht, quasi da etwas zu finden. Und warum ich das eben noch zeige, auch hier die leere Fläche, also eine weiße Fläche, die wie eine Art Bildcharakter behandelt wird, stark abgetrennt von diesen ja, Balken vom Text abgebrannt. Eigentlich sehr rabiat, würde ich sagen. Und erinnert natürlich extrem an Malevich und natürlich alles, was vom Suprematismus wir gelernt haben. Also konstruktivistische russische Kunst ist eigentlich in diese Seite extrem reingeflossen und weniger scharf, aber auch in dieser diagonalen Gestaltung und dann eben diese leere Fläche als ein Gestaltungselement, also im Prinzip wie ein Bild, die leere Fläche benutzt wurde. Und ich glaube, so ähnlich war es im neuen Bratislava auch, wenn ich das nicht richtig Ja, erinnere. genau. Genau. Und natürlich, also du hast es schon erwähnt, die Diagonale, ganz, ganz wichtig. Dann Kleinschrift, was eigentlich für unsere Sprache, also für das Tschechische und das Slowakische, Schwierig. nicht so, es ist nicht so radikal wie für das Deutsche, weil wir einfach Nomen also wir benutzen große Schriften nur am Anfang des Satzes und bei Eigennamen. Also für uns ist es eigentlich kein so großes, also war es kein so großes Thema, aber trotzdem hat man dann die Kleinschrift benutzt. Und ganz, ganz wichtig, also hier sieht man es nicht, weil dies, was ich zeige, dann so ein Reprint ist und da hat man einen Fehler gemacht, aber auf dem Original gibt es noch an der Seite ganz, ganz klein aufgeschrieben DIN-Format A4. Und das war eigentlich, wo wir über die Gestaltung sprechen. Ich zeige noch mal eine Seite so gestaltet. Also zum Beispiel jetzt zeige ich, damit du nur weißt, also dann wirst du es irgendwann sehen, ein Foto von Jaromír Funke, also dem Leiter der Fotografieabteilung an der Kunstgewerbeschule, mit einer Burg in der Diagonale. Also irgendwie, es sieht so aus, als würde die gleich abstürzen. Sowieso ist es schon eine Ruine und noch in der Diagonale stürzt sie noch mehr ab und darunter steht
also Devin Dibor, das Tor der Slowakei heute, leblose Trümmerhaufen des Feudalismus. Also Genau. eine ganz klare Botschaft. Ja. Und ich zeige dann noch den ersten Artikel, der hieß dann, den hat dann seine Grossmann als Typomontage bezeichnet. Also wirklich, dass er da stark mit der Fotografie arbeitet, mit Fotomontage, mit der Montage von Schrift und Fotografie. Das war ganz wichtig. Aber noch zurück zu dem A4-Format, weil dies alles, also all dieses gestalterische, irgendwie, was wir uns unter Gestaltung heute vorstellen, also wie dann Elemente auf der Seite aufgebaut sind, das war alles wichtig, aber für Daniel Grossmann war wirklich extrem wichtig. Ich zeige noch ein weiteres. War extrem wichtig, dass er das A4-Format genutzt hat, Also DIN. weil das einfach die Normierung war, diese Vorstellung davon, dass man international Normen benutzt. Und auch natürlich, also Daniel Grossmann war gut bekannt oder naja, zumindest bekannt mit Jan Tschichold. Und Jan Tschichold hat dann eigentlich auch immer wieder betont, na, eine moderne Zeitschrift erkennt man vor allem an dem Format. Also, dass man sich dran hält. Also das ist das Typische am Neuen Dann Bratislava. halte ich nochmal diese Seite rein. Also das Neue Frankfurt ist nicht im DIN A4-Format erschienen. Das sieht man natürlich wunderbar an meinen billigen Kopien, weil der Beschnitt eindeutig zu sehen ist, sondern die ist ein bisschen breiter. Ich habe jetzt das Maß leider nicht mehr im Kopf, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und das Neue Frankfurt ist auf jeden Fall in ganz normaler Groß- und Kleinschreibung, aber in der berühmten Typografie der Futura. Das wollte ich noch mal fragen, welche Schrifttype ist im neuen Bratislava eingeflossen? Das ist ja vielleicht auch, damit ich jetzt hier nicht irgendetwas erzähle, was nicht stimmt. Die Kleinschrift nimmt man auf dem Umschlag, also für den Umschlag. Im Heft benutzt man entweder, also das weiß ich nicht, welche Schrift man benutzt hat, aber ganz sicher grotesk. Also Ohne Griffen. oder dann Antika, ich weiß nicht, wie es Antiqua. auf Antiqua, dass ich das auf Deutsch gut ausspreche. Also entweder grotesk oder Antiqua nimmt man. Jetzt weiß ich nicht, ob wirklich, also ob Futura oder nicht, das weiß ich nicht. Und Können jetzt wir zeige ich ein. lernen. Ist nicht so wichtig. Das kann man immer noch mal klären und nachschlagen. Von daher, genau. Ich zeige jetzt ein Bild. Ich hoffe, du wirst es dann im Video dann auch mögen. Es ist ähnlich gestaltet wie die Seite, die du dann gezeigt hast. Ein Foto, dann eine Fläche und am Rande ein weißer Strich, aber wirklich so ganz, ganz breit halt das Papier. Und ich zeige vielleicht noch ein bisschen, also dann noch den dritten Umschlag. Genau, also keine Symmetrien, keine Ränder um die Fotografien herum, ne? Also, sondern quasi das Papier als eine aktive Fläche zu nutzen, die in ihrem Hochformat eigentlich mit genutzt wird. Also das, was diese Fläche an Grundkonstruktionen liefert, wird ausgenutzt und genau, und da sieht man natürlich, also wir haben jetzt keinen, aber weil du vorhin die Kunst und Dekoration als die konservativste Zeitung dieses Bratislava Lesesaals erwähnt hat, da sieht man auf jeden Fall, dass es alles in der Symmetrie ist. Die Bilder in der Regel, wenn ich mich recht entsinne, auch Rahmen, dünne Rahmen haben, also immer noch mit so einem sehr zeichnerischen, mit so einer Eleganz und so weiter zu sehen sind. Aber wie gesagt, die Moderne ist ja vielfältig, wie wir feststellen, und wir sprechen eigentlich wirklich die konstruktivistische Moderne, wenn ich jetzt mal diesen Begriff nehmen darf, die natürlich dann in der Regel in den Funktionalismus Einzug gehalten hat, der ja uns lange beschäftigt hat. Genau. Vielleicht, wenn ich Ja, ich muss darf, ein darf bisschen ich auf noch unsere etwas? Uhrzeit achten, weil es Ja. kann sein, dass wir irgendwann rausfliegen. Wir haben jetzt 20:04 Uhr.
das zu sehen. Gönnt uns noch ein paar Minuten. Genau, jetzt was kann man noch ganz zum Schluss Wichtiges sagen? Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung oder nochmal Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, anteasern. Genau. Ja, also ich würde sagen, ganz, ganz wichtig ist dies, dass man sich halt ans Ausland richten wollte und diese Zeitschrift wirklich halt verschickt hat. Also zum Beispiel an Jan Tschichold wurde das erste Heft wirklich verschickt und Rossmann hat dann gemeint, ja, Herr Tschichold, ich sende Ihnen unterschiedliche Prospekte und dann auch das erste Heft von Nova Bratislava. Also es war wirklich so eine Art was Werbematerial für die ganze Bewegung, die in Bratislava aktiv war. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es war ja ähnlich auch für das Neue Frankfurt, dass sie sehr darauf ja, geachtet haben, dass man auch ins Ausland so kommt. Aber hier war es besonders wichtig. Und die zweite Sache war aber auch, dass man dann international dadurch wurde, dass es dann ausländische Korrespondenten gab oder Material. Also Hannes Meyer hat da mit einem Artikel mitgewirkt, dann Lou Merten, Erich Kästner, also von Erich Kästner gibt es da ein Gedicht, das Riesenspielzeug, glaube ich, heißt es. Dann, jetzt muss ich mal schnell Du überlegen. hast Karl Ja, Geige noch nicht genannt, der ist ja, so genau, in Karel Deutschland Teige. natürlich am bekanntesten aus der Ja. Tschechoslowakei, genau. Ja, also das war dann wirklich so, dass man und man kam dann über Kontakt. Also Zdeněk Grossmann hatte Kontakt zu Tschichold, man hat ihm die Zeitschrift geschickt, er hatte Kontakt zu Hannes Meyer. Hannes Meyer hat dann einen Artikel geschrieben. Und so hat man, glaube ich, wirklich gehofft, so in dieses Netzwerk, europäische Netzwerk, zu kommen, ein Teil davon zu werden. Und wenn eine Zeitschrift von, zum Beispiel von Karel Teige unterstützt wird, dann heißt es schon etwas. Also auf diese Art und Weise wollte man dann wirklich ein Teil von diesem neuen Europa werden. Genau, mit dem Vorteil natürlich, dass diese Avantgardisten aus Bratislava nicht ausgewandert sind. Das ist ja auch nochmal, wäre ja eine Alternative, wenn die lokale Gegebenheit einen nicht quasi sich entfalten lässt, dann geht man und sucht woanders sein Glück. Was denkst du? Zdeněk Grossmann, wo wäre er hingegangen, wenn er in Bratislava nicht so ein Betätigungsfeld gefunden hätte? Oh, das weiß ich nicht. Er war kein Architekt, er war grafischer Designer. Also Rossmann war vor der Zeit in Bratislava, war er eine Zeit lang in Dessau, also am Bauhaus. Er war eine Zeit lang aber auch in Paris. Also er wäre ganz sicher, ich glaube, vielleicht wäre auch Amsterdam für ihn interessant. Er hätte wahrscheinlich in einer Werbeagentur gearbeitet, hat er auch in Bratislava dann zusammen mit Hoschek. Also dies war wirklich so eine Gruppe, die haben so viel zusammen gemacht. Also er wäre ganz sicher ein noch berühmterer grafischer Designer, als er jetzt ist. In der Zeit war er, glaube ich, schon ziemlich berühmt, zumindest in diesem Kreis, weil Tschichold hat ihn wirklich als einen auch in seinen Büchern genannt und auch Beispiele von, also Werke von ihm gezeigt, als einen der besten aus Europa. Also irgendwie das Potenzial war da und vielleicht jetzt so zum Abschluss nach 4 Heften war es dann vorbei und eigentlich, ich glaube nicht, dass die Zeitschrift wirklich für irgendein Aufsehen oder überhaupt Interesse in der Slowakei geweckt hat. Weil sie ja dafür auch nicht bestimmt war. Und sie dadurch ist, auch dadurch, wie kurz das alles gedauert hat, ist sie wirklich in Vergessenheit geraten. Also erst jetzt wird sie wiederentdeckt und wiederentdeckt irgendwie als ein wirklich interessantes Dokument der Zeit und dieser Bestrebungen und so. Also nicht, dass man das irgendwie so mit zwei Sätzen, also irgendwie wegredet, so, ja, natürlich das neue Frankfurt, daher dann auch das neue Bratislava und damit war es
damit ist es erledigt, sondern dass man dann wirklich schaut, aha, hier ist eine extrem interessante Zeitschrift entstanden. Wir hoffen, dass wir dann auch mit diesem Talk natürlich an der Berühmtheit nicht nur des neuen Frankfurt, sondern vor allen Dingen des neuen Bratislava weitergearbeitet haben. Ich fand es auch total spannend. Also man kriegt ja immer, wenn man über Avantgarde spricht und die üblichen Zentren ja einfach immer wieder erwähnt bekommt, oft so ein Unbehagen und hat, glaube ich, immer das Gefühl, okay, wir schauen doch immer die gleichen großen Elefanten an. Auch in der Design- und Kunstgeschichte gibt es immer wieder die üblichen Verdächtigen, die dann ja, einfach wiederholt werden. Ich hoffe, dass wir heute irgendwie so ein bisschen auch nochmal für überhaupt einen anderen Blick eigentlich auf diese Zeit geworben haben, in der einfach viele Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, auch aufgrund der wirtschaftlichen Umstände oder politischen Umstände, doch sehr viele verschiedene Zentren eigentlich dieser Avantgarde gab. Aber man kannte einander und stand miteinander in Beziehung. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch dir ganz herzlich zu danken, dass du uns dein ganzes Wissen, was natürlich in deiner Dissertationsschrift natürlich auch nochmal nachzulesen ist, aber uns einfach heute in Kürze und in so einem irgendwie wirklich für mich auch spannenden Gespräch nochmal unterbreitet hast. Ich will jetzt an der Stelle nochmal Werbung machen für den nächsten angewandten Tag, nämlich am 7. September spreche ich mit Petra Eisele, die Design an der Hochschule in Mainz, also Designgeschichte an der Hochschule in Mainz unterrichtet. Und wir beide werden, und deswegen habe ich meine Zimmerpflanze heute mal ins Bild gerückt, als kleine Erinnerung daran, vor allen Dingen über eine Frage sprechen, nämlich die, wie eigentlich eine Designgeschichte aussehen könnte, wenn nicht die Technik in der Erzählung im Mittelpunkt steht, sondern beispielsweise der Schwerpunkt auf Natur gelegt werden würde. Also ein kleiner Sprung, weil wir waren jetzt sehr technisch, aber wenn wir das Bild der Technikfokussierung so ein bisschen aufweiten und einfach eine Narrativ von Designgeschichte, auch Architekturgeschichte beginnen würden und Beispiele zeigen würden, die vor allen Dingen einen Umgang mit Natur darlegen. Wie würde das aussehen? Und dass da etliches zu finden und zu heben ist, werden wir am 7. September auf jeden Fall dann zeigen können, hoffe ich doch. Gut, wir Ja, haben also. jetzt, ja, wir haben jetzt, oh, 20:12 Uhr, wir sind immer noch on air. Clara, du wolltest noch was Ja. sagen? Ja, ich wollte mich bedanken. Ich freue mich sehr, dass ich irgendwie so diesen kleinen Stein in der großen Mosaik der europäischen Avantgarde halt zeigen konnte. Und irgendwie, naja, es ist das Thema, das mich fasziniert. Und es fasziniert mich immer wieder, wie man dann halt so diese Netzwerke dann, wie ausgebreitet die waren und wie man halt Kontakte geknüpft hat. Also ich danke, dass ich das heute vorstellen konnte. Es war toll einfach. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe extrem viel gelernt. Man lernt immer wieder viel. Und natürlich Netzwerke, wer zeigt ja irgendwie auch ein Bild, dass man letztlich nicht alleine an einem Werk sitzt und dann irgendwie aus dem Weltall den Funken der Kreativität empfängt, sondern dass man natürlich immer im Austausch auf neue Ideen kommt. Und letztlich ist der angewandte Talks auch nichts anderes. Und ich bedanke mich bei dir. Und wir sehen und hören uns spätestens am 7. September. Und Clara, wir telefonieren gleich noch mal ein bisschen. Ja, Okay, sicher. jetzt kriegen wir die Rückmeldung. Es war toll, großes Ausrufezeichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und ich mache jetzt Schluss und hoffe, dass ich dieses Video auch speichern kann und dass wir dann alles sehen. Auf Wiedersehen. Ciao, Clara. Mach's gut. Danke. Ciao.